bin ich denn mal wieder. Aus dem Winterschlaf erwacht sozusagen. Ja, wir haben jetzt schon den 2. Mai 24 und hier bei uns ist leider noch nicht viel passiert. Es war nicht die Zeit dafür da. Aber das wird sich jetzt bald ändern. Aber ganz untätig war ich in diesem Winter nicht gewesen. Habe natürlich nicht nur geschlafen. Nee. Ich habe auch ein bisschen das Sprechen vor der Kamera geübt. Ist ja nicht immer ganz einfach, so die richtigen Worte zu finden. Gerade dann, wenn man auf Fahrrad so lange Touren macht, da vergisst man alles sofort. Ja, ich dachte, da holst du dir den besten Redner aller Zeiten, den besten Rhetoriker. Der soll dir ein paar Tricks zeigen. Vielleicht kann ich ja eines Tages auch mal eine Rede halten vor laufender Kamera. Naja, so weit braucht es gar nicht zu kommen. Naja, ich habe mal immer so ein bisschen geübt, ob meine Stimme lauter geworden ist, weiß ich nicht. Ja, dieser Rhetoriker, der hat sich immer Kieselsteine in den Mund gelegt und dabei gesprochen oder Töne laut von sich gegeben, um seinen Ton zu stärken, seine Stimme zu stärken. Ich habe jetzt natürlich keine Steine hier. Draußen, da liegen nur so brüchige Dinger rum, die kann ich nicht gebrauchen. Ich müsste vielleicht zur Nordsee fahren, zum Strand oder so. Naja, lassen wir das mal. Jedenfalls habe ich mir diesen Mann mal so ein bisschen zu Herzen genommen. Vielleicht kann ich ja eines Tages doch auch mal so ein bisschen lauter, klarer, vor laufender Kamera mich postieren und dann loslegen, wie manch einer das so blenden kann. Naja, ich habe jedenfalls ein bisschen geübt. Ja, wenn ihr mal was hören wollt, was nehmen wir da? Also gut, ich versuch's mal. Wie lange, Catilina, willst du unsere Geduld noch missbrauchen? Wie lange soll diese deine Raserei ihr Gespött mit uns treiben? Bis zu welchem Ende soll die zügellose Frechheit ihr Haupt erheben? Hat die Besetzung des Palatiums während der Nacht keinen Eindruck auf dich gemacht? Keinen die bange Furcht des Volkes, keinen der Auflauf aller Guten, keinen diese so stark befestigte Versammlungsstätte des Senats, keinen die Blicke und Mienen der Anwesenden? Dass deine Pläne klar zutage liegen, merkst du nicht? Durch das Einvernehmen all dieser Männer hier deine Verschwörung in Fesseln geschlagen ist, siehst du nicht, was du in den letzten, was du in der vorletzten Nacht getrieben hast, wo du gewesen bist, mit wem du zusammengerufen und welchen Plan du gefasst hast. Wer von uns, meinst du, wüsste das nicht? Was für Zeiten, Padres Conscripti, was für Zeiten, was für Sitten. Der Senat durchschaut dies, der Konsul sieht es. Und doch lebt dieser Mensch, er lebt. Nein, er kommt sogar in den Senat, nimmt an einer öffentlichen Beratung teil und bestimmt und bezeichnet mit seinen Blicken jeden Einzelnen von uns zur Hinrichtung. Wir aber scheinen als tapfere Männer unsere Pflicht gegenüber den Gemeinwesen zu erfüllen, wenn wir der Raserei und den Waffen dieses Menschen ausweichen. Oh yeah! Oh, na, war doch schon ein bisschen, oder? Oder ist vielleicht der richtige Weg? Die Zukunft wird es sein. Also, dann. Ja. Endlich mal raus aus der Bude. Frische Luft tanken. Es wird Zeit, dass ich mich mal wieder auf die Socken mache. Wandern, Radfahren. Also erstmal Schluss mit Rhetorik üben. Ja, eigentlich braucht man das ja sowieso nicht.
In der Politik muss man das ja haben. Heutzutage auch nicht mehr. Da braucht man gar nichts. Man braucht nicht gearbeitet zu haben. Es reicht, wenn man das Wort kennt. Hier geht, da macht man sich die Hände vielleicht dreckig. Nee, nee, besser nicht. Und wenn man ein Studium macht und das nicht packt, es abbricht, kann man trotzdem in den höchsten Ministerämter kommen. Ja. Auch in der Wirtschaft, wenn man da ein Ministeramt, sagen wir mal, erreichen will, da reicht es, wenn man Jahre zuvor mal ein paar abgeflachte Kinderbücher geschrieben hat, die kaum jemand gelesen hat. Ja. Und wenn man Chef des Deutschen Hauses werden will, da ist es sogar förderlich, wenn Meister Alzheimer ein kleines Ei ins Gehirn geschissen hat, zielgerichtet, damit man das ein oder andere vergisst, damit man sich nicht dran erinnern kann. Doch es gibt einen Haken. Eins muss jeder heutzutage können aus dieser Riege. Und das ist, das Geld mit vollen Händen aus dem Fenster zu schmeißen. Unsere Steuergelder meine ich jetzt. Sei es zum Eigennutz, sei es für andere Leute im Ausland. Die freuen sich natürlich. Ja, beispielsweise, wenn man so bedenkt, Eigennutz, da ist es völlig okay, wenn man im Monat 11.000 Euro für Haarstyling ausgibt. Das ist in Ordnung, da geben wir doch gerne. Ja. Oder auch ins Ausland, wenn wir ins Ausland Geld wegtun, beispielsweise nach Peru, Millionenbeträge für Fahrradwege oder Kühlschränke für Kolumbien, was die gar keine hätten. Ja, da geht das Geld weg. So muss es sein. Und zu guter Letzt ist es ja auch dann nur gerecht, wenn man sich eine Lohnerhöhung gönnt. Einen richtig kräftigen Schluck aus der Pulle, würde ich sagen. Die größte Diätenerhöhung seit 24 Jahren. So, dass jeder Abgeordnete 650 so ungefähr im Monat mehr hat. Die brauchen es auch. Wir brauchen es nicht. Wir geben es gerne. Die brauchen es. Ja. Aber auch, wenn man in Amerika beispielsweise in der Union Pacific sitzt und von der Ostküste zur Westküste fährt, um zu zeigen, wie klimafreundlich man reist und nachher keine Lust mehr hat, mit dem Zug zurückzufahren, da nimmt man natürlich die Flugbereitschaft in Anspruch. Ein Leerflug muss her. Jo, was kostet die Welt? Und wenn denn so im Jahr 1300 Leerflüge anfallen, kostet natürlich jede Menge. So ist das in Ordnung. Das muss so sein. Ja. Kein Wunder, dass Deutschland so geliebt wird. Früher war es ja so, da waren wir so beliebt, dass die anderen Länder froh waren, dass es zwei kleinere deutsche Länder gegeben hat. Ja. Das hatte natürlich seine Gründe gehabt. Der Zweite Weltkrieg war noch nicht so ganz lang zurück. Lag noch so ein bisschen in den Knochen. Ne? Und da hatte man noch ein bisschen Angst vor einem großen Deutschland. Heute sind wir als großes Deutschland mit 84 Millionen Einwohnern bestens beliebt, denn wir geben gerne wie kein anderes Land. Ja. Ja. So ist das heute. Ja. Und wenn denn da auch Geld in den Taschen von irgendwelchen Leuten fließen, die das nicht verdient haben, so ist das in Ordnung. Wir würden beispielsweise
die Taschen füllen von einem Menschen wie Papa Doc Chevalier oder damals Idi Amin, damit er weitere Menschenleber in der Pfanne schlagen konnte. Das ist alles gut so. So bleibt man mit den Ländern in Kontakt. Der Zweck heiligt die Mittel. So sind wir heute drauf. Ja, da kommt eine Idee. Vielleicht sollte ich mal kandidieren. Kanzler werden und auch so arbeiten. Aber wenn ich so darüber nachdenke, nach ein paar Jahren, wenn man dann abdanken müsste, dann wäre man reif für die Gummizelle, glaube ich. Und deswegen lasse ich das so. Schön. Es geht heute da über den Berg rüber, wie ich das schon gesagt habe, zu der Villa Rustica bei Holzdom. Dort habe ich noch ein kleines Rendezvous mit Brigitte und Helmut. Werden wir ein Stück Kuchen vielleicht essen? Ich hoffe es jedenfalls. Diesmal gibt es denn wohl Kuchen. Schließlich haben wir Sonntag auch. Aber das sind erstmal noch Sachen, die in der Zukunft liegen, sozusagen. Das sind noch 6-7 Kilometer bis dahin. Naja, packen wir es an. Ich bin von zu Hause losgegangen, 200 Meter von hier. Und es geht jetzt zunächst erst einmal über den Lebensradweg. Knapp einen Kilometer und dann geht's Richtung Berg. Ja. Ja, meine Wanderstiefel habe ich dies Jahr zum ersten Mal an. Ich hoffe ja, dass ich mir keine Blasen anlaufe. Nö, das wohl nicht. Aber es wird sicherlich ein bisschen ungewohnt sein. Das letzte Mal weit gewandert bin ich. Ich glaube, das war noch die 10. Etappe Moselsteig. Und das ist schon eine Weile her. Danach war nicht die Zeit dazu, das weiterzumachen. Aber in diesem Jahr werde ich das wieder weitermachen. 11, 12, das geht ja noch bis, ich weiß nicht, bis 24 oder 22, 24 hoch. Ist noch viel zu tun. Was habe ich dies Jahr noch vor? In puncto Wandern jetzt. Über das Radfahren sage ich jetzt noch nichts. Also es geht noch am Limes lang. Ich fange da dies Jahr mit an. Ist ein ganz großes Thema. Das wird sich auch über lange Zeit hinziehen. Aber ich habe einiges vorbereitet. Und in diesem Jahr ist es soweit, dass ich damit anfangen kann. Gott sei Dank. Ich beschäftige mich schon seit über 30 Jahren damit. Und es wird Zeit, Etliches hier auf Video zu bringen und zu zeigen. Ja, aber heute machen wir eine kleine Runde. Die ist nämlich auch schön. Es geht da hinten den Berg hoch, durch den Wald. Die Eifel ist ja sowieso schön, das weiß jedes Kind. Und
man darf gespannt sein. Ja. Hab gerade Kaffee getrunken. Oder war mir ein verspätetes Mittagessen. Magen ist voll, bin gestärkt. Und es geht los. So, ein Blick zurück nach Wolzfeld. Und hier haben wir die Nims. Die damals für viel Überschwemmung gesorgt hat, hier in der Gegend. Ah, jetzt hat es aber auch ganz gut Wasser. Aber damals war alles unter Wasser hier. Das da hinten ist Alsdorf. Und dies ist der Nims Radweg. Ist auch zu sehen, wie wir letztes Jahr nach Rom gefahren sind. Erster Teil, gleich am Anfang. Da sind wir hier auch lang gefahren. So, da irgendwo müssen wir den Berg hoch. Ja, dies ist übrigens auch meine Joggingstrecke hier. Ich laufe hier dreimal die Woche, möglichst. Die Strecke, die ich absolviere, das sind gut 9 Kilometer im Augenblick. Ist ziemlich hügelig hier, ich denke, das reicht auch. Man muss sich ja schlichtweg fit halten. Vor allen Dingen, wenn die weiten Radtouren wieder anfangen. Ja. Aber es tut auch sonst ganz gut. Mal sehen, wie es heute mit dem Wandern ist. Ich hätte heute normalerweise auch mein Jogging absolvieren müssen, aber das Wandern tut es auch. Ist ein Ersatz, finde ich. Außerdem haben wir Sonntag, wie gesagt. Da haben wir die Nims, da wo die Baumreihe ist. Und da hinten ist Alsdorf. Und wir müssen gleich da vorne rechts hoch. Dann geht es da hinten im Berg rein. So, jetzt geht es langsam am Berg ran. Ja, ich denke, da werden wir auch ein bisschen in Schweiß kommen. Ist so ein bisschen schmierig, die Luft. Da schwitzt man richtig. Mal gucken. Aber es macht Spaß und das ist die Hauptsache. Der Wald sieht schon recht schauchig aus. Hoffentlich sträuben sich da nicht die Nackenhaare, wie damals in der Teufelsschlucht. Na, schauen wir mal. Geht schon ganz gut hoch. Da haben wir schon ganz schön Pustekuchen. Ich
Es zieht sich hier in Serpentinen nach oben. Kehre 2 ist dies hier. Und es geht noch weiter hoch. Und ich bin im Schweiß. Ja, freue mich schon auf die eiskalte Dusche nachher. Das mache ich ja immer nach dem Joggen. Ein schönes, eiskaltes Brausebad. Ja. Und die nächste Kehre. Und weiter geht's nach oben. Ja, immer nur hoch. Ja, der Schweiß läuft. Hier geht's weiter. Hoch. Dreck, soweit das Auge reicht. Und weiter her. So, die erste Anhöhe haben wir. Hier geht es zur Abwechslung mal sogar ein bisschen bergab. Nicht zu viel, nicht zu wenig, genau das Richtige, um zu verschnaufen. Und der Weg ist ein bisschen besser. Die erste Panzersperre, da hinten die zweite. Was tun? Es geht nicht weiter. Die stammen noch von Atlantikwall. Der geht ja auch hier entlang. Sind auch noch Überreste zu sehen. Wir haben hier bei Irre sogar einen Bunker, den man besichtigen kann. Ja, wie kommen wir jetzt weiter? Panzersperren sind gefährlich, wahrscheinlich vermint. Und nun? Was ist, wenn ich auf eine Mine trete? Was mache ich jetzt? Müssen wir umgehen. Nützt alle nichts. Ah, hier ist gefuscht worden. Hier ist nicht so hoch. Hier musste gespart werden für den Weg. Die Absperrung ist ja halb so wild. Die wird auch ein Sherman durchbrechen. Vielleicht wäre es besser gewesen, die hätten hier eine 8-8 hingestellt. Und weiter. Oh je, da vorne geht es wieder hoch und nicht zu knapp. Lässt man sich gefallen. Da kommt Freude auf. Flach wie eine Flunder. Ja, wie gesagt, da kommt Freude auf. Das macht Spaß. Ja. Zwar noch alles ungewohnt, aber das renkt sich wieder ein. Kam mir doch gerade eine junge Frau mit einem kleinen Hund entgegen.
Wiese noch 50 Meter entfernt war, sah es so aus, es war so, als wollte es vor mir flüchten. Ja. Ich sehe ja auch aus wie der Buhmann hier im Wald. Ist ja auch mal eine gute Rolle. Der Buhmann. Der Geist, nicht das Llano Exocado, der Geist. Der Eifel, der südlichen Eifel, der Geist, der hier sein Unwesen treibt. Oh yeah. Sonnenstrahlen hier zwischen den Bäumen durchkommen. Von da bin ich gekommen. Da vorne müsste es gleich rechts rumgehen. Diesen Weg kenne ich übrigens. Hier gehen wir öfters mal mit dem Hund spazieren. Ja, da freut sich der Milo immer, auch wenn er jetzt nur ein paar hundert Meter schafft. Er war ja todkrank, hat es mit der Leber. Die Tierärztin wollte den schon einschläfern, aber dann haben wir es noch mal versucht und er scheint sich doch ein bisschen aufzurappeln. Ist auch gut so. Der hat uns jahrelang begleitet und es wäre schon sehr traurig, wenn er das jetzt nicht schaffen würde. Aber es sieht momentan gut aus. Kriegt spezielles Diätfutter. Und das scheint anzuschlagen. Ja, hoffen wir das Beste. Arme Milo. Es geht uns auch ganz schön an die Nieren, muss man sagen. Aber wie gesagt, momentan sieht es gut aus. Ich hoffe, das bleibt so. So, ich bin jetzt hier rechts reingegangen. Und es geht jetzt hier erstmal weiter, immer geradeaus. Sehr schön hier. So, da vorne müsste es gleich scharf rechts rumgehen. Dieser Weg soll das sein.
So, hier wusste Komoot auch nicht so richtig weiter. Aber es muss hier runtergehen. Probieren wir es einfach. Wir sind ja nicht irgendwo in der Wildnis. Wir werden schon irgendwo ankommen. Also der Weg war kaum zu erkennen. Weg ist auch gut, das ist mehr hier so ein Trampelpfad. Aber ich müsste richtig sein. Ist mal ganz interessant, wenn man suchen muss. Hier geht's weiter. Hier bin ich runtergekommen und hier muss ich jetzt lang. Hier haben wir wieder Weg. Ja. Bisschen nass hier, aber was soll's. Schlamm, da kommt Freude auf. Was für ein hämisches Gelächter. Was für Zeiten. Aber glaubt ja nicht, dass mich das ärgert, meine lieben Kinder. Ganz im Gegenteil. Durch diese Schmöttke zu schreiten, ist für mich wahrer Sport. In Sichtweite kommen. Hier haben wir einen hohen Punkt. Und die Römer, das weiß man, haben sich immer den allerbesten Platz an der Sonne ausgesucht. Zwangsläufig wegen Tageslicht. Also, mal gucken. Sowas sieht man auch selten hier. Wir sind gleich an der Villa Rustica. Das ist eine alte Ausgrabungsstätte.
Und da sind noch die Überreste von dem Hauptgebäude zu sehen. Zolei heißt der Ort da hinten. Oben links im Berg gibt es eine schöne Burgruine aus dem Mittelalter. Das, was wir hier vor uns haben, ist Blutklee. Den findet man eigentlich mehr in Südeuropa, in den sonnigeren Ländern. Kann sein, dass durch die Klimaerwärmung sich der hier auch sesshaft gemacht hat. Denke ich mal. So, da hinten haben wir die Villa. Die werde ich später noch in einem anderen Video genauer behandeln. Hier geht es ja erstmal um den Wanderweg. Und um die Gegend. Da ist Brigitte. Wasserscheu bis zum geht nicht mehr. Wasserscheu. Nein, ich war gerade draußen. Und da hinten sitzt unser Helmut. Sag mal Tag. Nee. Und unser Milo. So, das wäre geschafft. Wetter wird schlechter. Ich fahre dann mit zurück. War eine schöne Tour. Zwischendurch mal sehr schwer und schlammig, aber war schon gut. Ich sag gleich noch mal was. So, ich bin jetzt an der Stelle, also an der Villa Rustica, wo ich gestern aufgehört habe. Ich wollte ja eigentlich nach Hause zurücklaufen, aber es hat so stark geregnet, das hätte nichts mehr gebracht. Also habe ich mir gesagt, machst es heute zu Ende. Es geht über einen anderen Weg zurück. Der ist auch so weit wie gestern in etwa. Mal sehen, wie die Straßen so sind, die Wege. Hoffentlich sind da nicht so matschige Abschnitte dazwischen wie gestern. Ja, ich mache das heute zu Ende. Wetter ist ähnlich wie gestern. Angenehme 20 Grad. Was will man mehr? Ja. Aber ich gehe jetzt erstmal zur Villa rüber. Das lohnt sich schon, die Ansicht anzuschauen. Also dann. So, also eine römische Villa, 2000 Jahre alt. Ja, bei dieser römischen Villa bei Holstum handelt es sich um einen ehemaligen römischen landwirtschaftlichen Gutshof, also einen Bauernhof, der um 100 nach Christus entstand. Gelegen an einem zur Prüm abfallenden Hang war der Gutshof nach Südwesten hin ausgerichtet, sodass die Front mit einer offenen Säulenhalle, dem sogenannten Portikus, vom späten Vormittag bis zum Abend hin im Licht lag. Darauf wurde immer geachtet. Auch heute noch hat man von der Villa einen wunderbaren Ausblick über das Prümtal. Das, was die Ausgrabung hier hergibt, das sind die Überreste von dem Hauptgebäude vom Herrenhaus. Diese Gebäude sind eigentlich meist immer nach dem gleichen Schema gebaut worden. Rechts und links Wohnkomplexe, dazwischen dann diese Säulengalerie. Sieht immer sehr imposant aus. Und hier haben wir auch
Zeichnung, wie man sich das vorstellen kann. Der symmetrische Grundriss mit der zum Tal hin offenen Säulenhalle und zwei seitlichen Ecktürmen ist typisch für eine römische Villa Rustica. Die Mauern waren verputzt und bemalt. Die Dächer sämtlicher Gebäude waren natürlich mit gebrannten Dachziegeln gedeckt. Auch der Innenputz war farbig ausgeschaltet und die Fenster selbstverständlich verglast. Auch stand hier im Kernbau ein Ofen, der offensichtlich nicht nur zum Kochen, sondern auch für Schmiedearbeiten benutzt wurde. Hier wurde geschafft, ja, Klopfen, Hämmern und Geschrei der Aufseher, Lärm von morgens bis abends. Da war es eine Wohltat, wenn man sich am Abend fertig malocht in den Badetrakt schleppen konnte, den wir hier vor uns haben. Badekultur in Reihenfolge war hier angesagt. Räume für warm, lauwarm und Kaltwasser waren die Norm. Da durfte natürlich auch nicht ein Raum für den Donnerbalken fehlen. Und Reinigungsrinne für den Gemeinschaftsstillschwamm und der unterirdische Wasserkanal, der sämtliche Fäkalien nach irgendwohin abführte. Hochmodern damals. Jo. Befanden sich meist nur Wohnräume. Herrschaften. Hier gab es noch einen Hinterhof. Waren auch noch Gebäude. In der Mitte war meist frei, damit das Tageslicht reinscheinen konnte. So, was heute die Rückseite hier von dem Ausgrabungsfeld ist, war damals die Vorderseite. Dies ist die Frontseite von dem Hauptgebäude. Auch damals gelangte man über eine Treppe ins Innere des Gebäudes. Übrigens scheint es hier eine Münzstätte gegeben zu haben. Etwa eine Falschmünzerei? Das dritte Jahrhundert war die Zeit der großen Krisen, auch der wirtschaftlichen, was auch eine galoppierende Inflation mit sich führte und zu einer starken Geldknappheit führte. So wurden auch schon mal illegale Münzstätten stillschweigend geduldet, besonders im militärischen Bereich. Die Armee, mittlerweile immer mehr mit ausländischen Söldnern durchsetzt, hielten pünktlich ihre Hände auf. Die Knete musste pünktlich kommen, egal wie, ja. Und so wurde aus der Not schließlich eine Tugend. Es war hier zum Teil unterkellert. Oh. Die Nischen, die dienten wohl für die Lichtfunzel, die sie damals hatten. Mit Licht hatten und künstlichem Licht hatten sie es ja nicht so. Fackel, Öllämpchen und so weiter. Was nicht so viel hergegeben hat. Spuren von der Tür. So war es vor 2000 Jahren. Übrigens war diese Villa um 100 nach Christus bis ins 4. Jahrhundert in Betrieb. Und ist später wohl, ich denke mal, ist auch überrannt worden. In der Zeit, wo das römische Weltreich allmählich zerfiel. Ja, gut, aber jetzt geht unser Weg erstmal weiter Richtung Wolzfeld. Und es geht da über den Berg rüber. Ist noch eine Menge Arbeit. So, Brigitte hat mich hier hingefahren, fährt gleich nach Hause und ich muss dann zu Fuß hinterher dackeln. Hoffentlich kommt kein Regen runter. Ja.
Aber wie ich sehe, wird es wohl noch gut berghoch gehen. Da kommt der Schweiß wieder, wie sich das gehört. Schweiß. Ja, wieder laufen. Naja. So, Brigitte fährt wieder los. Und es geht weiter. Wir müssen bis da vorne zurück. Und dann, ich bin ja von rechts gekommen, ich biege dann aber da vorne links ab. Ja, wie gesagt schon, ich bin gespannt, wie dieser zweite Teil so ist. Ob wir auch so viel Dreck haben wie gestern. Hoffentlich nicht. Und es wäre schön, wenn es nicht regnen würde. Ja, wollen wir mal schauen. Hier sieht es schon fast so aus wie im Allgäu. Die Alpenkulisse fehlt nur. Geht schon wieder ein wenig berghoch und ich fange langsam an zu schwitzen. So, da hinten haben wir die Villa Rustica. Ich hoffe, dass man die auf Video sehen kann. Und das ist Holzdum. Schönes Kapellchen, liegt an der Straße von Holzdum nach Holzfeld, also nach Hause. Aber die Straße werde ich natürlich nicht gehen. Ich überquere die nur. Wir gehen gleich da hoch. Als vor 400 Jahren eine Pestepidemie in dieser Gegend grassierte, fielen hier unzählige Menschen zum Opfer. Manch eine Ortschaft starb völlig aus oder nur wenige Menschen überlebten. So war es nicht verwunderlich, dass die Überlebenden Gott und seinen Heiligen anflehten, diese Geisel der Menschheit von ihnen zu nehmen. Als besonders wirksam galt der Schutz des heiligen Rochus aus Montpellier, der im Mittelalter den Pestkranken seine Pflege angedeihen ließ, wodurch er selbst von der heimtückischen Krankheit befallen, aber wieder geheilt wurde. Ja, ihm zu Ehren baute man diese Kapelle, die den Zahn der Zeit bis 19. Jahrhundert standhielt. In jener Zeit drang die Cholera in diese Gegend und die Menschen erinnerten sich wieder ihres Heiligen. Und so wurde die heutige Kapelle im Jahre 1866 neu errichtet. So. Es geht jetzt bis da vorne hier an der Straße entlang, ist nicht weit, und dann geht es wieder links ab. Das ist auch Neuland, da bin ich noch nie lang gegangen. Ob der Baum das wohl mag? So, hier geht's jetzt rein.
So, hier ist der Kelch nochmal an mir vorübergegangen. Es geht ganz sachte abwärts. Ein kleines Stück und da hinten dann aber wieder hoch. Ja. Aber dies muss man ausnutzen. Kraft tanken. Und dann wieder sich ins Geschirr legen. So, mit bergab ist es vorbei und ich muss jetzt hier weiter. Es geht hier, ah, noch geht es, aber vor mir ist der Berg. Lass ich jetzt wieder hochgehen. Ja, und jetzt geht's wieder ans Eingemachte. Leider kann ich da nicht lang. Ich muss hier hoch. Oh Mama. Oh je. Da kommt Freude auf. Aber ist auch Training gleichzeitig. Okay. So, ein Stück wäre wieder geschafft. Da vorne bin ich rausgekommen. Und es geht jetzt hier weiter. Wir kommen gleich hier aus dem Wald raus, wie es aussieht. Ob da oben ist auch ein Ansiedler Holz. Aber wir haben es jetzt erstmal wieder geschafft. Ja. Wenn ich fies wäre, könnte ich mir ja so einen ollen Buschklepper klauen und nach Hause reiten und dann laufen lassen. Naja, ich lasse es lieber. Ob ich überhaupt noch reiten kann, als 14-Jähriger war ich mal in so einem Voltigierclub. Eine Zeit lang. Hat wahnsinnig Spaß gemacht. Rauf, runter. Freie Hand und so weiter und so weiter. Fast wie im Zirkus. Aber ob ich das heute noch könnte, ich probiere es lieber nicht aus. Also lassen wir die Klepper auf der Weise. Auf der Weide, wollte ich sagen. Weiter geht's hier. So. Vorne kommt eine Kreuzung. Hier kenne ich mich aus. Hier kommen wir schon mal hin und wieder lang. Oder sogar öfters. Wenn wir mal spazieren fahren. Meist kommen wir von da. Wir behalten hier das Erdbeerfeld im Auge. Wenn die so reif sind, dann holen wir uns welche.
So, hier haben wir wieder mal ein bisschen freie Sicht von der Höhe ins Bitburger Land hinein. Da hinten haben wir Bitburg, aber ich glaube nicht, dass man das auf Video sehen kann. Hier muss ich runter in den schaurigen Wald hinein. Ich hoffe, dass das ja gut geht. Probieren wir es aus. Jedenfalls geht es bergab hier. Und ich glaube, das wird auch die meiste Zeit so bleiben. Muss man ein bisschen aufpassen. Reste des Westwalds. Oder auch nicht. Wir haben auch noch so einen dicken Stamm. Jetzt geht's wieder los. Immer diese Jecken da im Hintergrund. Aber das stört mich überhaupt nicht. Ich kann auch lachen. Das habe ich schon mal geschafft. Hier geht es jetzt weiter. Ich könnte jetzt natürlich die Straße nehmen nach Wolzfeld runter, aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Wir wollen es uns ja nicht leicht machen. Wir wollen hier wandern durch den Wald. Egal wie schwer das ist. Ja, hier sind wir am Kneippbecken. Hier waren wir auch schon öfters. Vorne ist die Straße. Das ist dieselbe, die wir vorhin noch gesehen haben. Ah, Wasser ist drin. Können wir demnächst mal unsere Mauken reinhalten. Ja, nicht schlecht. Über diesen Weg bin ich hier noch nicht lang gegangen. Immer mal was Neues wieder. Gut. Jetzt muss ich doch ein Stück über die Straße bis zu der nächsten scharfen Kehre. Dann geht es wieder querfeldein. Hier ist ein bisschen Betrieb, ist zwar keine Bundesstraße, aber wird doch ganz gut befahren.
Aber es geht. So, die Kehre haben wir erreicht und es geht gleich da wieder tief in den Busch hinein. Hoffentlich ist da nicht so matschig. Oh, hier geht's aber wieder steil ab. Scheiße. Und ich habe kein Seil dabei. Mann. Wie konnte man das nur vergessen? Mann. Gott sei es gedankt, ich habe es auch ohne Tampen geschafft. So schwer war es ja auch wieder nicht. Jetzt müssen wir wieder durch den Schlamm hier durch. Eine Abzweigung. Wie geht es jetzt weiter? Links oder geradeaus? Ich sag mal da. So, hier haben wir wieder die Nims. Führt auch noch gut Wasser heute. Hat ja auch immer wieder geregnet. Und für mich geht's noch da hinten rüber. Ja, wir sind am Ende dieser Tour, dieses zweiten Teils. Und ich hoffe, dass diese Wanderung euch gefallen wird. Also mir hat sie gut gefallen. Sie hat ja alles hergegeben, was es so hier zu sehen gibt in der Eifel.
Also wir hatten hier Berg, gute Aussichten. Ja, dann wieder viel Wald, schlechte Wege, Schlamm und Dreck und Regen. Und dann natürlich auch viel Kultur. Die Villa Rustica, davon gibt es noch einige hier im Umkreis. Ja, wollen wir mal sehen, wie das Video wird. Ich denke ganz gut. Es ist wunderschön hier. Ihr werdet sehen. Ich fühle mich jetzt wie neu geboren, fast. Wenn das so weitergeht, dann meine ich, ich bin 20 Jahre jünger. Naja, wollen wir mal gucken.